Mit seiner Band Trio und Hits wie Da, Da, Da wird er weltberühmt. Doch Trio löst sich auf und für Trommler Peter Behrens geht es steil bergab. Frauen, Drogen, Alkohol. Jetzt haben Studenten der Fachhochschule Wilhelmshaven einen Film über den einstigen Vorzeigepromi ihrer Stadt gedreht. Helge Trohl hat den Musiker in seiner Heimat getroffen. Peter Behrens' Leben gleicht einer Achterbahnfahrt. Es geht auf und ab, aber eines ändert sich nicht: seine Liebe zur Musik. Früher spielte er vor 50.000 in den großen Stadien der Welt, heute vor einigen hundert Fans. Der große Ruhm ist vorbei. Nach dem Ende von Trio kam der Abstieg. Wenn man auf 180 Autobahnen immer 7 Jahre lang fährt und dann plötzlich auf der Standspur auf Null dann steht, dann sagt man, das ist ein Absturz, aber das ist eine ganz normale Realität einer Band, wenn die Band sich auflöst, dass man dann eben halt nicht mehr so oft und so populär zu sehen ist. Da, da, da. Mit dem Hit Da, Da, Da sind Trio 1982 quasi über Nacht zu Superstars geworden. Die Single verkauft sich weltweit rund 13 Millionen Mal. Peter Behrens verdient Millionen und lebt in Saus und Braus. Heute ist vom großen Geld nichts mehr übrig. Der Schlagzeuger bekommt Hartz IV. In seiner Heimatstadt kennen ihn alle. Wenn das geht, wie lange müsste ich denn da rumsitzen? Ich muss eine Trommel vor dem Bauch halten. Ich bin groß geworden hier. Gleich am Ecke bin ich geboren, vor langer, langer, langer Zeit. Und nach so vielen Jahren unterwegs ist das hier irgendwie so meine Heimat, kann man sagen. Und ich fühle mich halt hier wohl. Mich kennen sie alle, ich kenne sie alle. Jetzt spielt er die Hauptrolle in einem Film. 5 Journalistikstudenten haben das Leben von Peter Behrens verfilmt und in dem früheren Superstar einen Freund gefunden. Je weiter man sich kennenlernte und je weiter die Dreharbeiten dann auch stattfanden und er auch gemerkt hatte, dass was daraus entsteht, was Gutes, ist er auch aufgetaut und ja, er ist einfach ein super lieber Mensch. Also ich würde sagen, er ist so ein typischer Norddeutscher. Man braucht eine Weile, bis man zu ihm durchgedrungen ist, aber dann ist er ein guter Freund. Die 30-minütige Dokumentation handelt vom kometenhaften Aufstieg Peter Behrens mit seiner Band Trio und dem Abstieg Ende der 80er Jahre. Der Schlagzeuger verpulvert das Geld für Prostituierte, Alkohol und Kokain. Er tritt im Musical, als One-Man-Show und sogar als Clown im Zirkus auf. Aber der gebürtige Friese gibt nie auf. Eine aufregende Lebensgeschichte, die die Wilhelmshavener berührt. Sehr gut, hat mir sehr gut gefallen, so wie das Leben einmal vorgestellt worden ist. War sehr gut. Ich fand es auch ein bisschen schade, dass mehr davon gezeigt wird, mehr von den Tiefen gezeigt wurde als von den Höhen. Aber insgesamt ein sehr gelungenes Projekt. Auch wenn in seinem Leben einiges nicht glatt gelaufen ist, bereut der 50-Jährige heute nichts und ist bereit für neue Herausforderungen. Ach, ich bin noch zu jung, um die Füße hochzulegen und Sofa und Fernsehen und Sessel, und da habe ich noch keinen Bock drauf. Noch bin ich in Schwung. So lange wie möglich will ich das noch durchziehen dann irgendwie. Na. Was als nächstes ansteht, weiß Peter Behrens nicht. Er nimmt das Leben, wie es kommt. Für ihn geht es immer nach vorne.